Wisst ihr was? Es ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Kann es sein, dass der. Warte mal, einen Moment. Ihr habt doch gar kein Ingame-Zone mehr. Warum habt ihr kein Ingame-Zone mehr? Na, Moment mal. Hallo? Ingame-Sound? Beziehungsweise irgendein Sound? Wie kommt das denn jetzt, dass du keinen Sound mehr überträgst? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. So, einmal alles wieder hier zurückbauen. Das ist nämlich Quatsch. Wir werden als nächstes hier eine Kolonie anfangen zu bauen. Und zwar eine neue Kolonie, indem wir ein paar Drohnen in eine Rakete reinstecken, in den Frachtrakete, und dann fangen wir direkt hier eine neue Kolonie an. Weil hier ist nämlich alles, was ich brauche, auf einem Haufen. Und dann habe ich wieder relativ viel. So, jetzt mache ich aber erstmal kurz Pause und speichere einmal ab. Jetzt ist die Frage, was tun? Ich weiß nicht, wie ich den Ingame-Sound. Ich weiß nicht, warum der Ingame-Sound gerade nicht da. Mein Handy ist runtergefallen. Warum der Ingame-Sound gerade nicht da ist. Einen Moment, einmal. Ja, ihr hört jetzt gerade hier so, wie ich hier in meiner Technik rumspiele, aber das ist auch nicht so schlimm. Resources are low. Okay, es geht, damit kann ich noch leben. Wo seid ihr denn drin, in welcher Rakete? Jetzt in dieser Seite, in der einzigen, die keinen Treibstoff hat, nicht für die Krise kriegen. Doch gar keine Rakete. Ja, ich schick euch schon noch nach Hause, keine Angst. Ja, da bin ich wieder, wie Lucy, FWB. Ich habe leider beim Neujustieren der Soundquelle bin ich leider an den Herunterfahren-Button an meinem PC gekommen und ja, so. On-Stream-PC runterfahren ist halt vielleicht nicht eventuell so die beste Idee.
Und ja, dementsprechend, ja. Was halt irgendwie unschön. Ja, das ist schlecht. Allerdings. So. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Und ihr müsstet auch wieder Ingame-Musik haben. Also alles super. Es hat also immerhin das geklappt. Immerhin war es nicht ganz umsonst. Ja, nee, das ist alles schön und gut, aber... Ja, keine Ahnung. Davon. Alles okay. Alles okay, alles okay, alles okay. Passt schon. Allerdings bin ich mir jetzt gerade unsicher. Also mein Gedanke ist jetzt, eigentlich wäre es sinnvoll, hier unten jetzt auch noch anzumachen, weil hier ist halt alles, was ich brauche. Die Frage ist halt, wenn ich hier unten anfange und das abbaue, alles, was ich brauche, inwieviel profitieren die hier oben davon? Weil das hier oben muss ja auch funktionieren. Weil, wenn das nicht funktionieren sollte hier unten, dass die irgendwie nach hier oben bekommen, die Ressourcen, ja, dann bringt mir das halt auch irgendwie alles nichts, ne? Dann muss ich hier oben früher, muss ich ja sowieso hier oben dann was machen. Beziehungsweise dann habe ich die Probleme hier oben ja sowieso immer noch, nur dass ich dann das Problem habe, dass ich hier unten dann auch noch Probleme bekomme. Und dann ist es halt nicht klug, eine zweite Kolonie aufzumachen, wenn ich hier oben noch nicht alles im Griff habe. Ich weiß nicht. Ist halt irgendwie blöd. Egal, was ich tue. So. Ich glaube, ich gehe aber erst hier nach unten. Ich weiß nicht genau warum, aber intuitiv würde ich sagen, dass hier unten das doch sinnvoller ist. Und jetzt habe ich natürlich eben durch den Neustart meinen alten Speicherstand von eben verloren. Jetzt muss ich die Kuppel hier auch neu planen. Weil die natürlich jetzt nicht mehr geplant ist. Die war ungefähr hier, ne? Da. Da schätze ich, oder? War die da ungefähr? Ja, komm, die war da. Ungefähr da war die. Ich plane die jetzt dahin. Und der Landeplatz war irgendwo hier, ne? Oder. Also. Aber, naja, gut, okay. Jetzt warten wir auf jeden Fall, bis das noch fertig wird. Was ist hier? Hier fehlt noch Polymere. Polymere werden im Moment nicht produziert, leider. Aber wir holen eine weitere Passagierrakete, die jetzt wieder oben landen darf. Offizier ist verschwunden. Gut, nee. Nee. Ja, komm, du darfst da bleiben. Keine Spezialisierung ist immer gut. Botaniker kann ich auch gebrauchen. Ein strapazierfähiger Ingenieur ist auch gut. Ein strapazierfähiger Ingenieur ist auch gut. Und Botaniker ist auch okay. Zugegeben hätte ich eigentlich gerne noch ein paar mehr Ingenieure. Und Botaniker. Ja, wie gesagt, nehme ich immer mit, wenn sie gut sind. Religiös ist vollkommen okay. Und dann nehmen wir jetzt natürlich, so wie sonst auch immer noch, Filter nach Spezialisierung. Wir sind ja jetzt in das
Fleet der Touris mit eingestiegen. Nehmen wir noch zwei Touris mit. Die nicht unbedingt Idioten sind. Ja komm, nimm mal dich noch mit. Obwohl, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, weil wir Affinität haben. Stärken. Okay, ich habe gerade keine Promis. Okay, gut, dann ist es okay. Dann nehmen wir die Rakete, so wie sie jetzt ist. Einmal bitte wieder direkt zum Mars. Einmal bitte zur Kolonie kommen. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich da unten das mache. Das war eine Kolonie und nicht. Ich halte das für nicht sinnvoll, die jetzt zu splitten. Zu dem jetzigen Zeitpunkt, an dem ich bin. So, du brauchst 10 Polymere. Ein bisschen Metall. Das Metall bekommst du auf jeden Fall von da. Fahr mal bitte nicht so weit von da weg von denen, sondern dass du dich irgendwie so dazwischen stellst, dass du an die Lager noch irgendwie rankommst. Das wäre gut. Scheinbar ist es nicht schlimm, wenn ich Touris in Raketen vergammeln lasse. Also werden die in den Raketen wohl oder übel noch warten müssen, bis ich die starte. Das dauert nämlich noch. Wenn die Rakete losgeht, bekomme ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Geld. Das sieht alles gut aus. That looks great. Ich würde aber sagen, was ist hier denn gerade los? Du bist der Kommandeur darunter, ich warte erstmal noch kurz. Ich wollte gerade sagen, ich würde erstmal sagen, wir gucken mal, dass wir hier, ich würde erstmal sagen, dass wir das hier unten fertig bekommen, und ich war gerade überlegen, ob ich von den 700, die ich dann noch habe, diese 0,7, ob ich davon eine Nachschubkapsel order, damit ich schneller die Ressourcen habe. Aber ich habe mir gerade überlegt, dass das vielleicht nicht sinnvoll ist, weil ich das überhaupt gar nicht nötig habe im Moment. Weil ich habe im Moment alles eigentlich und ich brauche außer Polymere halt. Und da brauche ich eigentlich dann nicht direkt ordern. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Der macht das dann einmal. Ich dachte, der macht das dann immer. Das ist ja vollkommener Quatsch. Fahr mal nach hier runter wieder. Naja, aber egal. Okay, gut. Ich dachte, das ist so wie der Safari, der immer die Route hin und her fährt. Aber macht er ja irgendwie nicht. Vielleicht macht er das auch nicht, weil hier gerade nichts ist. Weiß ich nicht. Edelmetalle. Die fährst du nach hier oben. Vielleicht machen wir es nochmal so. Vielleicht macht das jetzt dann automatisch. Was? Ich keine Ahnung. Der Countdown ist auch schon seit 100 Stunden abgelaufen. Keine Rakete zurück.
Da sehe ich nämlich den Sinn und Zweck noch nicht drin. Haben wir hier unseren kleinen, dann gehen wir mal fertig. Das ist so unglaublich, wie langsam das alles geht, wenn man keine Polymerproduktion hat, ne? Aber gut, dann dauert das halt. Was soll ich tun? Ich kann ja nur warten. Ganz kleines Stückchen, ein Sternchen, ein Schiffchen auf der anderen Seite der Welt. Da. Ich möchte halt gucken, ob ich da nicht das Eisenstückchen zurückbekomme. Fände ich nämlich nicht schlecht. Das fände ich nicht schlecht. Das reicht nicht. Fahr mal nach da. Vielleicht reicht das. Das reicht. Ah, nein, das reicht nicht. Ah, gut, okay, dann nicht. Schade. Dann geht es halt nicht, aber ich glaube, viel besser bekomme ich die Annäherung eh nicht hin. Kann ruhig auch mal fertiggestellt werden, das ist nicht so das Problem. Also ihr könnt das ruhig fertigstellen. Und hier das, wie viel Beton ich auch inzwischen einfach schon habe, ne? Ah, ich habe so viel Beton. Ich habe doch hier, warte mal, wo ist mein anderer Heini? Hier unten bist du. Den Beton brauche ich doch jetzt hier unten. Ganz offensichtlich. Kannst du dich nämlich mal nach hier hin platzieren? Dann machen wir hier gleich so ein Lager hin und dann passt das doch. Ah, super. Das läuft ja alles sogar besser, als ich dachte. Haha. Ich probiere jetzt mal, was kannst du rein theoretisch hier runterfahren? Irgendwie. Geht das irgendwie? Schaffst du das? Wo bist du jetzt? Warte mal, Moment. Wenn das nämlich klappt, dass der da irgendwie runterkommt, weil theoretisch hier vielleicht. So, fährt einfach jetzt da lang. Nein, du fährst jetzt nicht einfach hier runter, das geht nicht die ganze Zeit, oder? Der macht mich fertig. Das. Nein, das geht jetzt nicht. Nein, du bleibst ja jetzt irgendwo stehen. Ich wollte gerade sagen, kannst du da hinfahren? Nein, da hinfahren. Nein. Sagen, mach mich jetzt hier nicht schwach. Jetzt, wo endlich alles auf meiner Kolonie wieder zu funktionieren beginnt. So, das war halt nichts, was habe ich geschafft. Du sind da vorne und ich habe dich noch zerstört. Nee, du kannst zerstört werden, wenn da mal was passiert. So. Jedenfalls auch runterfahren. Das fände ich auf der einen Seite ziemlich cool, auf der anderen Seite würde es mich jetzt ärgern, weil ich das hier alles viel früher hätte erforschen können. Wenn der das kann, wenn der da runterfahren kann, dann könnte ich rein theoretisch.
theoretisch auch überlegen, ob ich da unten eine Basis hätte. Aber dann müsste ich ja rein theoretisch auch verbinden können, ne? Komm mal nach hier runter, bitte. Schaffst du nicht? Dass das funktioniert. Alles gut. Kannst du rein theoretisch das hier unten noch erforschen oder ist das irgendwas, was gebaut werden muss? Beziehungsweise wo bebaut werden muss? Da. Das kannst du nicht. Okay, gut. Dann bleib mal da oben ruhig. Ich bin gespannt, ob der da wirklich nur hinterherfährt oder ob das alles. Das ist nämlich auch eigentlich nicht gut. Ich möchte da erstmal wieder. Ladet mal bitte ein bisschen was wieder aus. Ich möchte nicht alles exportieren. So, das ist mir ein bisschen viel, was exportiert wird. Dafür habe ich davon zu wenig. Erst 12. Zeit.